Hallo und herzlich willkommen zu diesem Prehistoric Kingdom Video. Denn es ist passend zu Halloween ein neues kostenloses Update rausgekommen. Und dieses bringt viele coole neue Deko-Objekte und Funktionen in das Spiel. Ich glaube, insgesamt sind es über 70 neue Deko-Elemente. Und mit diesen fangen wir jetzt auch direkt an. Die zeige ich euch mal alle. Da haben wir erstmal 16 Stück sind es, glaube ich, oder 14. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall solche schönen Wanddekorationsdinger. Alle im Halloween-Stil. Da gibt es Wolken, Vollmond, Halbmond, Bäume, Fledermäuse. Sind hier alles einzelne Sachen. Und die sehen alle echt cool aus vom Design. Die hier sind auch echt süß. Und der Dilo ist cool mit der Regenjacke. Und hier kann man sich dann auch nochmal so Skelette machen mit den Knochen und dann den Schädeln hier. Hier hat man dann auch 5 zur Auswahl. Finde ich echt hübsch. Und der Kürbis ist natürlich auch nice für Halloween. Gehen direkt weiter zum nächsten. Das sind nämlich neue Skulpturen oder Statuen. Ich mache jetzt das Ding hier weg. Da haben wir einmal so eine Art Tausendfüßler. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So irgendwas auch prähistorisches. Ich kann es euch gleich sagen, wie es heißt. Unten links könnt ihr es jetzt sehen. Atroluera heißt das. Sieht auf jeden Fall echt interessant aus. Den kann man sich auch selber zusammenbauen, weil es gibt dazu passend auch ein Kopfelement und so Körperelemente. Das heißt, da kann man sich dann auch individuelle Länge bauen. Und hier hinten kann man dann die ja einfach kleiner skalieren und dann endet das Ganze so. Man kann den auch einfärben, wie man möchte. Das kann man aber bei sehr vielen Objekten, die ich euch zeigen werde. Da kann ich jetzt nicht bei jedem einzelnen Objekt drauf eingehen. Ich verlinke euch einfach die Patch Notes, da steht das alles drin, welches Objekt ja, einfärbbar ist und welches nicht. Aber hier hinten haben wir auch noch so eine riesige prähistorische Libelle, die kenne ich auch von Ark. Die heißt Meganeura. Sieht auch echt interessant aus und auch die kann man natürlich einfärben. Mit zum Beispiel mal grün nehmen. Ja, sowas ist immer cool, ne? So Statuen und Skulpturen kann man nie genug haben. Hier vorne haben wir dann auch noch zwei neue Kerzenmodelle. Einmal so ein Dreierpaket und einmal eine einzelne Kerze. Dann haben wir als nächstes solches Construction Tape, heißt es. Also so Baustellenabsperrung. Das sind jetzt nur diese Bänder, diese Holzbalken habe ich jetzt selber platziert. Dann zwei Grabsteine, die auch echt cool aussehen. Das ist so ein Triceratops-Grabstein, voll cool. Und dann haben wir hier als nächstes einmal so Baustellenschutthaufen. 3 Stück. Dann haben wir hier noch so Kabel. Gibt es dann auch nochmal in Metallversion. Kann man auch wieder einfärben. Und dann gibt es coole neue Kürbisse. Einmal so ein Standardkürbis. Und dann ein, wo halt auch was reingeschnitzt ist. 3 mit Beleuchtung und einen ohne Beleuchtung. Das ist ziemlich cool gemacht, weil man kann hier das Design einfach auswählen. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Objekt. Das kann man halt anpassen, wie man möchte. Das ist schon ziemlich nice gemacht. Ich kann jetzt auch mal schnell Nacht machen. Und dann seht ihr, das ist auch mal beleuchtet. Die Kerzen haben natürlich auch Beleuchtung. Dann haben wir hier einmal diese, ich glaube, Wimpel oder so heißen die, ne? Auf jeden Fall diese coole Hängedeko für Partys. Das heißt, hier könnte man jetzt auch eine schöne Halloween-Party machen. Und wir haben hier auch noch ein paar mehr zerstörte Objekte. Solche zerstörten Sachen finde ich immer richtig cool, muss ich sagen. Das ist hier einmal Beton und so Holzpfosten. Und dahinter haben wir dann auch noch Aviariengitter oder allgemein so ein Gitter, was zerstört ist. Auch in verschiedenen Varianten, mit so einem riesen Loch zum Beispiel drin. Dann auch nochmal so ein Randstück. Und hier unten auch nochmal so ein Randstück für unten oder an den Seiten. Natürlich kann man es auch drehen. Dann sind hier auch noch solche, ja, Mauer-Deko-Dinger. Kann man halt auf die Mauer kleben und dann sieht es so ein bisschen aus, als wenn es da kaputt gegangen ist. Da finde ich besonders diese Risse hier cool. Auch hier für die um die Ecke, sage ich mal. Habe ich jetzt nicht perfekt platziert, aber ihr könnt das hier gerade schon ganz gut sehen. Wenn man das ein bisschen besser macht, dann hat man hier auch nicht den Schatten und dann sieht es auch cooler aus. Also hier sieht man es halt, das funktioniert schon wirklich gut. Und hier oben, das sieht jetzt ein bisschen komisch hier aus, weil ich es vor der Wand platziert habe. Das sind kaputte Glassachen.
Also wenn man eine kaputte Glasscheibe will, kann man das jetzt auch machen. Dann haben wir auch noch neue Bäume bekommen. Auch alle passend zur Herbstzeit. In so einem so richtig schönen bunten Laubton. Und als nächstes gibt es eine neue coole Anzeigetafel mit Dinosaurierinformationen. Das hier ist die gleiche Tafel, die wurde einfach verschieden skaliert. Das sind jetzt zum Beispiel auch schon so Presets, diese vier Dinger. Beziehungsweise diese fünf Dinger. Diesen Rahmen kann man hier auch auswählen in drei verschiedenen Designs. Zeige ich euch auch mal ganz schnell. Da kann man dann einfach ändern, wie man möchte. Und natürlich kann man dann auch bei den Infobildschirmen die Spezies auswählen, die in der Nähe sind. Da kann man da wirklich nur die auswählen, die wirklich sich in dem Bereich befinden. Falls ihr euch wundert, hier hinter sind die Spezies, die ich da ausgewählt habe. Wenn die dort nicht, könnte ich die auch nicht auswählen. Finde ich richtig cool. Aktuell ist es so, dass hier noch so Platzhaltertext ist, aber das wird noch ausgetauscht, sobald so eine Dinopedia oder sowas ins Spiel kommt. Ist da auch irgendein Name, ich glaube Paleopedia oder sowas. Und dann werden hier auch die richtigen Texte stehen. Aber ist doch schon mal sehr schön. Und hier gibt es auch noch neue Schilder. Oha. Der ist ein bisschen weit rüber gekommen hier. Den mache ich mal schnell noch einen Ticken. Falsche Richtung. So. Hier gibt es nochmal solche kleinen Warnungsschilder. Das sind eigentlich auch nur zwei Arten. Einmal diese dreieckigen und die viereckigen. Und auch hier kann man dann wieder das Design auswählen. Das finde ich auch sehr praktisch, dass das halt so gelöst ist. Natürlich kann man auch hier wieder die Farben anpassen. Das geht halt gefühlt bei fast jedem Objekt. Das ist ein kleines süßes Detail, was man dann gut verwenden kann im Park. Und wir haben hier auch noch diese Wanddeko-Sachen von 7 Dinosauriern, die wir bis jetzt noch nicht als Wanddeko hatten. Einmal den Camarasaurus, Styraco, Torvo, Iguanodon, Lambeo, Pachyrhino und Nasutoceratops. Die hatten halt noch gefehlt. Jetzt das Set vollständig. Jetzt hat man jeden Dinosaurier, der aktuell im Spiel ist, auch als so ein Wanddeko-Schild. Außerdem gibt es 24 neue Erfolge im Spiel. Welche das genau sind, kann ich euch gar nicht sagen, aber das könnt ihr in Steam nachlesen. Also es sind solche Steam Achievements. Und es gibt auch noch ein paar neue User-Interface-Anpassungen. Zum Beispiel hier bei dem Interface kann man jetzt die Größe einstellen, also die Menügröße. Und auch die Farbe. Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon ging. Die kann man hier auch anpassen. Aber da sind auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Werde ich euch jetzt nicht alles zeigen. Könnt ihr euch dann nochmal genauer durchlesen in dem Patch Notes. Und auch im Screenshot-Modus hat man jetzt ein paar neue Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man unter anderem endlich das HUD hier ausblenden, dieses Menü. Das hat immer ein bisschen gestört. Das kann man sich binden in den Settings. Jetzt normal ist es die Einfügen-Taste. Ja, über den Pfeiltasten da, eine von den 6 Tasten ist das. Und man kann jetzt hier auch neue Effekte einstellen. Zum Beispiel so ein Depth of Field, das ist so Tiefenschärfe. Ob wir das jetzt so hinkriegen. Focus Distance. Ja, jetzt sieht man das, glaube ich, schon ein bisschen, oder? Ja, jetzt sieht man es auf jeden Fall. Also dann wird halt der Hintergrund so unscharf. Da kann man echt coole Screenshots damit machen, wenn man das vernünftig einstellt. Ist jetzt hier nicht ideal, aber ich will es euch halt nur zeigen. Da muss man dann hier so ein bisschen nur mit rumspielen. Bloom ist, dass das dann hier nochmal so ein bisschen überleuchtet. Und die Vignette ist dieses Dunkle am Rand. Und ja, Leute, das war das neue kostenlose Update für Prehistoric Kingdom. Ich finde es richtig cool, gerade die neuen Deko-Elemente gefallen mir richtig gut. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert und gefallen. Falls ja, lasst ein Like und einen Kommentar da für den Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.